Ja, hallo erst einmal. Ich möchte euch zu meinem heutigen Video begrüßen. Zum ersten erst ein kleines Update zu meinem letzten Video. Da habe ich ja die RM800 und die TM800 kurz vorgestellt, weil sie ja wirklich beide das gleiche Fahrwerk haben. Und dann hat mir der Andreas, so lieb wie er war, einen ausführlichen Bericht geschrieben, dass es noch eine andere Lok gab, die dieses Fahrwerk hat. Und zwar die RSM800. Also Andreas von Auslandfischer, ein super Kanal, der sich wirklich mit den alten Loks beschäftigt, hat mir dann den Tipp gegeben, dass dieses Fahrwerk auch darunter verbaut worden ist, wie man hier unschwer erkennen kann. Also wie gesagt, das ist jetzt die dritte Lok, die wirklich das gleiche Fahrwerk hat. Das zum Update kurz zu meinem letzten Video. Andreas, vielen Dank dafür. So, und dann möchte ich heute mal die SK800 kurz vorstellen, mit dem passenden Gepäckwagen dazu, den 346-4, den Schlafwagen mit der Nummer 346-3, das ist der hier, den Dinnenkar oder Speisewaren mit der Nummer 346-2, das Vorfahren, teilweise mit Beleuchtung so ja, und zum Schluss den D-Zugwagen 346-1. So, jetzt komme ich mal kurz zu der Lok. Ich vermute, dass sie Version Nummer 16 ist im Goldkatalog von 1951 bis 1953. Das nehme ich daraus hervor, weil Lokführer und Heizer dabei sind und die stehen bei mir im Callkatalog mit drin, dass die damit beigefügt sind. Und die habe ich beide jetzt hier oben auch drin. Und dann denke ich mir mal, das müsste eigentlich diese Version sein. Sie hat zwei Haftreifen, hier hinten die transparenten. Ich glaube, der Schleifer ist nicht mehr original, der ist bestimmt mal gewechselt worden in den Jahren. Sie hat einen Walzenumschalter, geschlossenes Bürstenlager. Ja, und vorne ein zweites Spitzensignal. Ja, und einen Raucheinsatz hat sie natürlich auch nicht aus der Zeit. So, und das ist der Tender dazu. Auch mit Märklin-Logo auf der Seite drauf. Vier Achsen. Und auch komplett in Metall gearbeitet. Eigentlich schon in einem sehr guten Zustand. Den Original-Rautenkarton habe ich auch noch dazu. So, und die Zusammenstellung von diesem Zug habe ich mir aus dem Prospekt genommen. Was ich hier habe, was man unschwer erkennen kann, das Prospekt ist von 1954. Ein Originalkatalog, noch in einem relativ guten Zustand. Und die haben halt eben noch die wunderschönen farbigen Abbildungen. Und da kann man die Lok drauf erkennen, die SK800 mit dem Gepäckwagen, dann hatte ich den Schlafwagen, Speisewagen und den D-Zugwagen. Und so habe ich mir den Zug dann mal zusammengestellt und die alten Prospekte, da ist halt eben wirklich noch ein bisschen Fantasie drin. Da kann man sich die Züge wirklich wunderbar zusammenstellen und das ist das, was man heute auch wieder machen sollte, halt eben solche bunten Kataloge drucken. Ich glaube, das wirkt irgendwie viel schöner wie die heutigen. Ja, das ist der Katalog. So, und jetzt zum Abschluss möchte ich den Zug mal kurz fahren lassen. Wie gesagt, er hat einen Walzenumschalter, das fährt er vorwärts. Muss aber wieder zweimal geschaltet werden. Angekoppelt. Zweimal schalten und mit dieser Fahrt möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich bedanke mich für die ganzen Abonnenten und die immer noch weiterhin auf meinem kleinen Kanal zuschauen und damit möchte ich mich auch für dieses Jahr verabschieden. Vielleicht mache ich noch einen Shorty nachher noch, mal gucken und das bringe ich dann zwischen den Tagen an. Also bis dann und tschüss.